jump. Never had a brain for trees. Slush puppy kids swap brain for freeze. ES the game changer. I change degrees. Cause a blizzard. Anywhere I take my feet. Da hinten ist ein Hexenhaus. Waren wir da schon? Oder waren wir denn nicht? Wenn nicht, bauen wir es dann ab. Wir gehen da jetzt mal hin. Ich glaube, da war er schon, kann das sein? Wird abgebaut, das Siege.
So, ab geht's wieder runter. What? Weißt du was, worauf ich mal richtig Bock hätte, auf den Dschungel oder so. Nicht so Sumpf oder so, auf jeden Fall Dschungel. Ich bräuchte mal ein Dschungelhaus, das wäre richtig was Geiles. Aber ich finde hier in der Nähe keinen Dschungel, ich finde hier echt keinen Dschungel. Das ist ja das Beschissene. Also wir müssten dann wieder mal eine Expeditionstour machen. Ich denke, das machen wir so in dem nächsten Part. Machen wir mal eine Expeditionstour. Hier muss es ja irgendwo Dschungel geben. Wisst ihr, wie ich meine? Hier muss es Dschungel geben. Da hinten sind Kürbisse. Hier muss es irgendwo Dschungel geben. Ich gucke demnächst mal. Und dann schreiben wir uns die Koordinaten unseres Hauses auf. Und dann machen wir mal eine kleine Expeditionstour. Ne? Natürlich mit genug Ausrüstung und da bauen wir uns auch mal eine Eisenrüstung und so weiter. Ja? Dann machen wir mal eine richtige Expeditionstour. Zwei Skelette, die Hunde, Alter. Okay, die Spinne hat mich schon anvisiert. Genauso, wenn wir jetzt einen Spawner finden, werde ich mir das Ganze aufschreiben und werde mir den dann in der Nähe hier, wo er hier ercheaten, und dann werden wir uns wie so eine Spawnfalle bauen, wo wir dann die ganzen Monster, wisst ihr, wisst ihr was ich meine? Da werden wir uns mal was Schönes basteln. Alter, der kommt in der kompletten Rüstung an. Alter, die Zombies. Alter, wo kommen die denn alle her, Alter? Krass.
kommen nur noch zwei Spinnen, alles klar. Alles klar. Die Spawnfalle werden wir nämlich auch im Bunker bauen. Also nächste Folge wird richtig geil. Wir bereiten jetzt schon mal alles vor hier. Wisst ihr? Wir machen jetzt mal alles hier. Dass wir in der nächsten Folge direkt loslegen können hier. So, wir tun jetzt mal alles weg, was wir nicht brauchen. Dann benötigen wir auf jeden Fall vieles von dem hier nicht. Fichtenholz. Deo. So. Das kann hier rein, das kann hier rein. Das kommt auch zur Dekoration, das kommt zur Dekoration, der Rest kommt zum Mob-Drop, das. Wir haben fast zwei Stacks Pfeile, das ist ja schon mal optimal. Das und das kommt in Essen, das kommt zu Weizen, das kommt noch zu Holz. Auf jeden Fall eine Menge Eisen. Haben wir davon eigentlich noch genug? Bevor wir uns erstmal Werkzeug machen, machen wir uns erstmal eine Rüstung. So, Helm. Schuhe. Das. So, perfekt. Da kommt das rein. Da kommt das dazu. Dann benötigen wir noch. Die nehmen wir auf jeden Fall mit. Nehmen wir auch nochmal zur Sicherheit mit. Natürlich nehmen wir die Pfeile mit. Ein paar Fackeln noch. Und genug zu essen.
So, wir ernten jetzt nochmal die Karotten. So, wir haben genug Angst zu essen und können noch dieses eine Ding wegmachen, die 13 Karotten. Oder wir snacken jetzt einmal diese 13 Karotten noch. Perfekt. So, ich wollte nochmal nach was im Leuchten, nach was nach dem Leuchtturm gucken, Alter. Mein Deutsch, Alter, der ist so schlecht. Das ist so schlecht. Der Deutsch ist so schlecht, ey. Junge. So, wir können hier mal ein paar wieder Hühner wachsen lassen. Ja, wahrscheinlich falle ich selbst rein, oder? Wahrscheinlich, oder? Jetzt müssen wir das ausbessern, das kannst du dann so nicht lassen. Ey. Ist jetzt gestorben. Da müssen wir auch noch eine Treppe bauen, ey. Das habe ich ja schon wieder vergessen. So, der ist uns ja echt gut gelungen, der Leuchtturm, ne? Muss ich ja mal ehrlich zugeben hier. Und da ist das Leuchtparadies. Wunderschön. Echt genial. Nur kriegt man da einen Drehwurm, wenn man da runter läuft, ne? Ja. Aber ist auch so fucking hoch, ey. Boah. Ja, liebe Zuschauer, ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Part wieder. Macht's gut, bis dahin. Ciao, Leute. Euer MH26005 und ich danke euch wieder vielmals fürs Einschalten. Ciao.